Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Oxygen Not Included, Folge Nummer 12. Der Mordrak hat er geschrieben, dass wir den fünften Tube sein Bett noch nicht fertig haben, wie wir hier auch sehen. Ja, da wollen wir uns daran halten. Wir wollen oben den Geysir noch sehen, haben wir gesagt. Ja, Essensproblem haben wir immer noch, obwohl es schon leicht besser wird. Aber da werden wir jetzt in der Folge dran arbeiten. Forschung, da war die elektrische Batterie, die intelligente Batterie, die wir da machen wollten, und da kümmern wir uns jetzt in der Folge. Nach dem Intro geht's los. So, da sind wir nun und schauen wir einmal, dass wir da jetzt weiterkommen. Hier oben war ja noch Aufräumen angesagt und ja, der Dornenblüte ist leider nicht rausgenommen worden. Da ist, ich glaube, Gatalina war es, die dann umgedreht ist. Wir machen mal ganz schnell hier die Prio hoch. Auf 9, ganz wichtig. Auf dem Boden schlafen ist nicht so gut, oder wie war das? Ja, kümmern wir uns drum. Da wird auch Essen fertig. Das geht dann schon mal. Hier unten, ja, zu unserem Kohlegenerator, der da unten irgendwann hinkommt, sind wir noch nicht so weit vorgedrungen. Und hier wollten wir ja gucken, wer da so hinter sich dem da verbirgt. Wie sind denn die Prios? 5 eigentlich, okay. Ist jetzt der da oben wichtig oder ist hier unten wichtig? Das ist die Frage, ne? Aber eigentlich ja, würde ich schon gerne schauen, dass wir hier oben mal gucken, was da so los ist, oder? Irgendwer kann das doch mal abbauen, ne? So. Hier ist eine Dornbeere. Hier wird gegessen. Passt. 2 sind schon am Schlaf. Ach, das Bett ist fertig geworden. Okay, wunderbar. Das ging schnell. Glück gehabt, ne? Dann würde ich sagen, müssen wir nur noch schauen, wie es vorangeht. Ah, er schwebt jetzt hier, weil wir den da runtersetzen wollten. Das sollten wir jetzt dann auch in Angriff machen. Zerlegen und einen neuen bauen. Sanitär war das. Den würde ich jetzt hier hinsetzen wollen, oder? Das Becken. Die Pumpe könnte auch da stehen, oder? Ja. Hier machen wir mal so. Machen wir mal auf 7, dass das da vorangeht. Und dann arbeiten wir da noch auf jeden Fall ein bisschen Erde bei weg. Hier so. Auf 7 und dann gehen wir auf 5 da drunter. Nee, der war jetzt schon falsch. Shit, aber egal. Abbruch. Die beiden wieder weg. So. Die Pumpe muss schneller fertig werden, ne? Damit wir wieder Toiletten freikriegen, wenn es sein muss. Okay, hier wird natürlich gut gearbeitet, ne? Wahrscheinlich ist hier oben, ne, Donne nicht gemacht worden. Also die Bergbauarbeiten sind schnell. Und die Pumpe ist gleich schon fertig, wa? Ja. Machen wir da mal links, rechts zu, damit das hier nicht reinregnet. Macht vielleicht Sinn, ne? Und wenn wir schon dabei sind, machen wir so. Und ja, nachher machen wir es hier zu, oder? Ja, würde ich sagen. Da machen wir Wasser mit feuchtigkeitsdurchlässigen dahin und dann ist gut. Hier kommt irgendwann eine Pumpe hin. Das kriegen wir schon hin. Das ist schon eine Idee. Okay, hier oben ist ein bisschen weiter gemacht worden. Sehr schön. Hier oben ist jetzt abgeerntet. Nein, immer noch nicht. Wie ist mit Essen? 1700 nur noch. Das ist jetzt immer nicht so gut. Die Batterie ist aber bald fertig, so wie es aussieht. Aufgeräumt werden muss da noch. Hier können wir jetzt noch einen Ziegel hin machen, dass die Decke zu ist. Achso, hier kann nicht weitergearbeitet werden, weil es hier nicht vorangeht. So sieht's aus. Graben da, ne? Und aufräumen, Prio 9, na 9 nicht, aber 7 bestimmt. Hier.
Gut. Kein Sauerstoff da. Okay. Das Essen geht hier, ne, oder? Licht ist da, funktioniert. Kommen wir hier weiter hoch? Ja, ein bisschen sind wir weiter hoch. Ja, müssen wir gucken. Ellie geht da ja nicht hoch wegen Heuschnupfen, ne? Können wir jetzt hier. Ich glaube, wir müssen die Pumpe mal hochsetzen, ne? Den Flaschenentleerer haben wir gar nicht irgendwie gemacht. Haben wir irgendwas anderes angeklickt, dass das schneller werden sollte. Gut. Die arbeiten da auf jeden Fall dran, ne? Hier gibt es kalte Füße. Das Wasser wollten wir ja noch darüber haben, ne? Genauso sieht's aus. Dafür müssen wir hier noch was abbauen. Graben. 6. So, ne? Ich weiß nicht, da kommen wir gleich nicht weiter, dann passt das aber erstmal. Ja, da kalte Füße, das ist nicht gut. Hier wurde sogar schon gegraben, sehr gut. Flaschenentleerer müssen wir noch auswählen, was der entleeren soll. Und zwar verschmutztes Wasser. Dann passt das erstmal. Ja, kalte Füße friert, warum wird sie nicht krank? Das wäre nicht so gut. Batterie ist bald leer. Forschung ist durch, oder nicht? Forschung ist durch und ich habe die Meldung nicht mitgekriegt, oder wie ist das? Wo ist denn die Batterie jetzt? Strom da. Ne, doch noch nicht durch. Wird noch nicht geforscht, okay. Forscher ist gerade am Pennen oder so, ne? Was liegt hier vorne vor? Ein rohes Ei. Frisch. Ungekühlt. Das ist schlecht. Aufräumen. Wieso ist da ein Ei davor? Ah, wir bräuchten so einen Grill jetzt, ne? Nahrung. Elektrogrill. Und wer handelt den? Gute Frage, ne? Dahin. Basisbau. Geht hier los. Geht da los, geht da los. Aber erstmal so. Und dann Raben da. Dann geht's doch erstmal, oder? Ist hier schon weiter? Nein, ist noch nicht. Warte mal, die können nachher hier sowieso nicht weiter, weil wir da mit dem Graben nicht hier sowas gemacht haben, ne, oder? Okay, hier wird jetzt freigeschaufelt. Ja, das mit dem Strom ist dann so eine Sache, ne? Da haben wir gleich zu viele Verbraucher wahrscheinlich. Stromkabel. Wir produzieren 400. Haben hier 204, 300. Und das wird dann mehr sein wie 100. Wahrscheinlich. Aha, da wird jetzt weiter nach oben gearbeitet. Das geht erstmal. Hier unten wird aufgeräumt, ja. Wir müssen dieses Becken unbedingt leer kriegen, ne? Ist klar. Und die Prio fürs Beckenbauen müssen wir halt auch hochsetzen hier, ne? Sonst wird das nichts, oder? Das Kupfererz wird erstmal schon mal weggeräumt, das ist schon mal gut. Strom gibt es auch. Da wird noch gearbeitet, oder? Das Spiegelei würde ich gerne nicht verfault sehen. Okay.
Da wird jetzt abgeholzt. Abgeholzt. Abgeräumt. Aber wird auch sofort gebaut, das ist schon mal gut. Pumpe ist fertig. Ach, diesen. Haben wir denn den Stein schon der flüssigen? Nein, haben wir noch nicht. Sauerstoff. Holzgenerator, wir haben keinen Baum dafür. Da bauen wir gerade noch eine Leiter hin, ne? Vielleicht da auch noch. Okay, das passt ja erstmal. Kalorien ist schon mal was. Und wir wollen jetzt gucken, dass wir hier oben mal gerade das da fertig kriegen in 6, weil es erscheint mir jetzt doch wichtig mit dem Essen, ne? Achso, wenn, dann müssen wir natürlich auch die 6 hier machen. Mit dem Strom, sonst wird das ja nichts. So. Hier wird gemampft und dann haben wir noch 2000 knapp. Wahrscheinlich das gammelige Ei hier. Wie weit ist er hier? 93% und hier 83, okay. Hier muss noch gepflanzt werden, haben wir nicht. Hier oben wird aber auch nicht ausgegraben. Prio 6. Entwurzeln bei Prio 6. Und hier müssen wir noch aufräumen, Prio 6. Ach, da ist noch einer. Gucken wir zu, dass wir das auch noch hinkriegen, ne? Gut. So ein bisschen geht's voran, aber nicht so viel, ne? Hier sind wir jetzt oben an der Treppe gleich fertig. Aber was für ein Geysir da oben ist, wissen wir immer noch nicht, ne? Wie sieht's denn erstmal mit Sauerstoff aus? Hier ist gut. Ah, hier könnte es besser sein, ne? Wir müssen unbedingt die Forschung fertig kriegen, damit der Ziegel dann da durch ist. Strom haben wir hier. Steht noch nicht, wie viel der braucht. Temperatur ist noch gut. Lichtoverlay haben wir nur da was Helles. Da sind wir noch gar nicht unterwegs. Deko ist Deko, nicht Deko. Deko ist einigermaßen. Keim haben wir, glaube ich, nicht, ne? Außer da auf der Toilette vielleicht, aber das ist alles noch im grünen Bereich. Aber hier müssen wir aufpassen, da ist schon das grüne Zeug. Und wie sieht das räumlichkeitenmäßig aus? Wir haben eine Latrine und einen Essenssaal. Gut. Okay, da geht jemand hoch und holt jetzt da oben was. Ah, okay, dann machen die jetzt hier oben das erstmal, ne? Die weiten Wege und gleich drehen sie um und gehen zurück, wetten. Hier, Stinky, hat gut geklappt, oder? Bist da oben gelaufen und dreht dann um. Ich hoffe jetzt, Catalina schafft es da wenigstens das weiterzumachen. Hier ist auch noch einer. 6 Entwurzeln. Brauchen wir. Catalina hat es jetzt geschafft, den da rauszumachen. Ah, hier ist Eisen, ne? Können wir auch mal aufräumen, oder? Er hat Erde mitgenommen. Da fehlt es auch noch mit dem Aufräumen jetzt. Lager nicht verfügbar, okay. Ah, er nimmt die Knolle erstmal mit. Die Knorpelbeere, nicht die Knolle. Hier geht's weiter, sehr schön. Okay, da geht's schneller dann. Ellie macht das schon, ja. Die Leiter fertig machen, genau. Da unten wird auch das Essensbereich, die Küche also fertig gemacht. Können wir mal eine Tür gönnen. Und
So, da oben drüber müssten wir noch dieses weggraben erstmal. Ellie macht das schon, ne? Ja, und wenn wir schon, da müssen wir erstmal was bauen. Wer ist denn am Forschen? Keiner? Ich will die Batterie doch fertig haben. Was macht das hier? Kochen. Alle sind hier. Umschalten haben wir niemanden. Doktorfähigkeiten sind Slinze. Kann aber auch kochen. Machen wir einen höher. Viehzucht bauen, graben. Haben wir hier jemanden? Landwirtschaft wäre Ellie noch. Wenn man was tut. Und Viehzucht kriegt Ellie dann auch aufs Auge. Forschung ist Dinky. Ja, Ellie macht schon, ne? Achso, er hier hat noch gar nichts. Aufräumen ist natürlich top hier. Katalina macht aufräumen. Katalina räumt immer auf. Stinky, wenn Stinky nicht forscht, kann Stinky aufräumen. Dann machen wir das so. Ja, bauen haben wir noch keinen, ne? Jetzt mal gucken, wie es da weitergeht. Aber erstmal reicht's ja. Es wird auf jeden Fall geforst von Stinky. Essen, 2200 geht. Sind immer am Limit, ne? So, wenn es hier mal weitergehen würde, wäre auch cool, oder? Die Tür. Der Rest bleibt erstmal so. Hier wird jetzt der Boden gemacht, sehr gut. Ja, die nassen Füße sind jetzt nicht so dolle, ne? Ist klar. Aber erstmal geht's. Wenn wir schon dabei sind, ne? Machen wir mal auf 4 hier abbauen, oder? Wenn die nichts zu tun hat, kann sie da abbauen. Forschung ist gleich durch. Das ist schon mal was. Hier wird die Tür jetzt gebaut. Wichtiger wäre, wenn wir hier wieder den Bereich weiter rüberkommen. So, Tür ist fertig, wow. Okay. Die Aufräumgeschichte hier muss dann auch noch gemacht werden. Mache ich mal wieder auf 4 was rein. Die Apotheke hat auch noch keinen Strom da oben, aber okay. Noch braucht die keinen Strom. Hier ist überall sauber, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Hier kann noch ein bisschen aufgeräumt werden. Na, das mit dem Wasser lassen wir da mal erst. Ach so, da ist sauberes Wasser. Stopp, 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 stopp. Da müssen wir schnell abbrechen hier. Damit das Wasser nicht ineinander läuft, ne? Dann müssen wir erst hier noch was bohren und dann wischen oder so. Graben wir hier unten noch was weg. Vielleicht kriegen wir das erstmal weg. Vielleicht reicht das, dass der Wasserstand dann niedriger kommt. Ellie ist sofort dabei, ne? Okay, jetzt geht sie leider weg. Kriegen wir das denn aufgewischt hier? Sieht eigentlich schon so aus, dass das gehen könnte, ne? Ja, wurde schon aufgewischt. Und dadurch, dass das da runter gemacht worden ist, geht es auch besser. Ja, jetzt ist die Forschung durch. Wir haben die Batterie. Achso, dafür müssen wir ja, okay. Hier haben wir die Jukebox, da können sie abrocken. Das sollten wir dann auch in Betracht ziehen. Und Stromregelgenerator. Gut, aber für diese Geschichten, da kümmern wir uns nächstes Mal drum. Die Batterie muss ja dann erstmal hier den Veredler haben. Den Steinebrecher müssen wir irgendwo hinstellen dann. Keine Ahnung, der braucht auch Strom. Der wird dann wahrscheinlich hier platziert werden, ne?
Ja, da da jetzt gebaut wird, würde ich jetzt mal sagen, machen wir den hier hin. Sehr gut. Okay, aber dafür müssen wir hier noch graben. Und dann sehen wir weiter. Okay, da können wir einen neuen Dupe noch holen, aber den würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Umso mehr Leute von dieser coolen Sache mitkriegen, finde ich doch echt cool, oder? Leute, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.